schau mal, überall Flaschen, überall Müll. Der Wahnsinn. Krass. Egal, wo du hinguckst, überall Plastik in den Bäumen, Folien, die da schon seit Jahren wahrscheinlich zerrotten. Die Leute wirken ja trotzdem irgendwie hilflos, beziehungsweise sie kennen es nicht anders. Ja, ich glaube, es gibt kein wirkliches Mittel. Ja. Das ist das Problem. Ja. Wir haben die ersten Fahrten mit unserem Collectix Müllsammelboot hier auf dem Staudamm in Visegrád gemacht. Wir haben den ersten Müll eingesammelt und gerade sprechen wir mit den Locals, mit unseren Partnern hier vor Ort, um das Boot quasi zu zeigen und vorzustellen. Sie schauen aufmerksam zu, man hat ein bisschen zu kämpfen mit der Sprachbarriere, aber wir sind uns sicher, dass sie bald selbstständig das Boot fahren und Müll einsammeln werden. Und gerade bringen wir zum Beispiel hier vorne am Holm noch Kameras an, mit denen wir Bilder vom Müll aufnehmen werden. In Kombination mit den Drohnenbildern, die wir gemacht haben, können wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz dann mehr über die Herkunft des Mülls erfahren. Bei unserem Einsatz hier in Bosnien-Herzegowina spielt die künstliche Intelligenz wirklich eine große Rolle. Zum einen überfliegen wir mit Drohnen den Müllteppich, um erkennen zu können, wo welche Art von Müll sich befindet, um dann möglichst effizient das Boot dort in den Einsatz zu bringen. Das heißt, wir können über Bilderkennung und die Auswertung der künstlichen Intelligenz genau sagen, wo wie viel Plastik zu finden ist. Was aber auch ganz entscheidend ist für die künstliche Intelligenz, ist das Thema Aufklärung und zu wissen, was für einen Müll wir haben. Denn genau darüber können wir auch Aussagen treffen, wo der Müll herkommt. Wenn wir eine bestimmte Art von Flaschen zum Beispiel besonders oft finden, dann können wir auf den Produzenten zugehen, wir können auf die Kommune zugehen, in der diese Flaschen oft genutzt werden und dann sagen, ihr müsst an eurer Müllproduktion, an dem Produkt etwas ändern oder an der Art und Weise, wie ihr Müll entsorgt, damit genau solche Bilder wie hier in Bosnien-Herzegowina eben nicht mehr entstehen. Jetzt haben wir die ersten Tage mit Collectix hier verbracht und Müll aus dem Wasser geholt. Für uns ist aber natürlich auch immer ganz wichtig, dass wir verstehen, wo der Müll herkommt. Das machen wir zum einen über die künstliche Intelligenz und dann aber auch wirklich vor Ort einfach mit den Menschen zu sprechen. Und eins, was sie alle gesagt haben, ist, wir sollten uns unbedingt mal eine der Deponien anschauen, wo der Müll illegal auch entsorgt wird. Ja, und here we are. Jetzt sind wir hier. Und unfassbar, oder? Ja, es ist ein unwirklicher Ort. Ich glaube, man sieht es, man müsste es auch riechen, um wirklich einen Eindruck davon zu bekommen. Im Grunde sehen wir hier den Hausmüll der Region wild entsorgt, sage ich mal. Wir zu Hause haben eine Abfallwirtschaft, das heißt eine Sortieranlage, die das Ganze irgendwie auch sortiert und hier liegt es im Grunde frei rum. Ja. Und dass das natürlich bei Regen und Fluten etc. dann über Seitenarme in den See gespült wird, das kann man sich vorstellen. Also es wundert einen nicht. Ja, wir haben ja auch auf der Herfahrt ganz oft an den kleinen Bächen auch gesehen, wie hoch das Plastik am Ende in den Ästen hängt. Ja. Was einfach ganz klar zeigt, wenn eine Flut da ist, was da in Bewegung kommt und dass der Müll dann natürlich irgendwo landet und am Ende jetzt hier halt im Staudamm. Ich finde, es ist halt ein Ohnmachtsgefühl. Ne? Es ist so viel Müll, dass man denkt, und ich versetze mich da auch wirklich in die lokalen Bürgerinnen und Bürger hinein, wohin denn damit? Also was sollst du denn tun? Es ist ja gar nicht so eine... Es gibt keine Alternative. Es gibt wenig Alternativen. Aktuell, ja. Und da ist natürlich ein systemischer Wandel gefragt. Aber bevor systemischer Wandel kommt, muss man erstmal anpacken und jetzt aufräumen, das, was da ist, das, was jetzt heute ein Problem in der Umwelt darstellt. Thank you.
Nach vier erfolgreichen Tagen hier in Bosnien und Herzegowina am Staudamm von Visegrad verabschiedet sich jetzt das Everwave-Team erstmal. Das Boot Collectix bleibt natürlich hier vor Ort und sammelt weiter ein die nächsten Tage und Wochen. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage, was passiert jetzt mit dem Müll? Genau, wir hatten jetzt die Möglichkeit, jede Menge Müll schon mal zu sammeln und werden in den nächsten Tagen eine Stichprobe von 2 Containern auf den Weg nach Deutschland bringen, um dann zu gucken, was ist das eigentlich für ein Plastik? Was kann daraus noch werden? Was für eine Qualität liegt hier vor? Und das wird total spannend. Also ich freue mich da wie ein Schneekönig und hoffe, ihr kommt mit auf diese Reise. Lasst uns die Kreisläufe schließen, lasst uns schauen, dass dieser Staudamm hier wieder so aussieht, wie er aussehen soll. Und dass das Material, was wir verwerten können, auch wieder zurück in den Kreislauf kommt.